Zum Teufel sind Sie? Sehr erfreut. Nein, mein Name ist Vaughn, Lieutenant Vaughn, Widerstandszelle Beta 1. Und Sie sind? Frank Terwilliger, Kaufer Security. Verstehe ich nicht. Warum sind Sie denn nicht mit den Rebellen von hier abgezogen? Naja, irgendjemand musste doch ein Auge auf das Netzwerk werfen, oder nicht? Ich habe das Ding praktisch allein gebaut. Ich konnte es doch nicht einfach aufgeben. Aber die Cyborgs haben es dann ja doch zerstört. Na, machen Sie sich nichts draus. Wir müssen es jetzt komplett abschalten. Wie mache ich das? Das wird schwierig. Was glauben Sie, warum ich noch hier bin? Das Terminal funktioniert nicht mehr, deshalb müssen Sie in den eigentlichen Netzwerkraum einbrechen. Dann müssen Sie den Stilllegungscode eingeben. Sie verschwenden Ihre Zeit. Aber vielleicht können Sie das hier brauchen. Ein Kartenschlüssel. Mir nützt er nichts mehr. Wie lautet der Stilllegungscode? Mann, ich weiß es nicht. Ich habe ihn irgendwo im Keller verloren und da unten wimmelt es jetzt von Cyborgs. Ich werde ihn finden. Wenn ich das Ding ausgeschaltet habe, ziehen Sie hier ab. Bleiben Sie am Funk. Man wird Ihnen dann ein Team schicken. Okay. Subi. Den haben wir dann auch. Aber warum geht denn das Ding... Hä? Ich verstehe es nicht. Auf einmal geht die Tür auf, oder was? Naja, nur gut. So, zack. Da war, glaube ich... Ja, gut. Ja, egal. Ist an sich eigentlich ein Umweg. Sind Dinge nachgewachsen? Ja. Nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht, ob ich die Dinger nochmal gebrauchen kann. Somit ist es zwar ein kleiner Umweg, den wir hier gegangen sind. Nein. Alter, du sollst da hoch. Mann, ey, diese Steuerung. Geh halt so hoch, ist mir auch relativ egal. Hauptsache, du gehst da jetzt hoch. So. Feuer frei. So, aber... wie gesagt, gar nicht mal so schlecht, dass wir den Weg gewählt haben, dass wir da... Gut, so ein großer Umweg ist jetzt noch nicht. Fuck, ich hätte nochmal speichern sollen. Na egal. Ich hasse diese... Bin ich denn jetzt? Ich glaube, ich muss so lang gehen. Dass wir da nochmal die Sporen mitnehmen konnten. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob ich die nochmal gebrauchen kann oder halt nicht. Ich hoffe mal, dass ich richtig gerade gehe. Ja, das sieht so nach dem Dingens aus, wo wir waren. So, das heißt, wir können hier runterdroppen. Wir sollten noch eigentlich alles geklärt haben. So, zack. Zack. Aufstehen. Und da haben wir den Keycode. General-Keycode. Ist hier irgendwas? Nein, okay. So, das heißt, wir müssen ganz kurz mal rein. Rot. Rot, grün, rot, blau. Okay, rot. Grün. Rot. Na. Nein. Mann, ich weiß. Rot. Blau. Wir verlieren gerade ein bisschen Energie, weil es halt arschkalt da drin ist. Willkommen in Spring Waters. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Das ist natürlich ultra unlucky jetzt. Ich hab's natürlich auch viel zu spät mitbekommen, dass wir da die Dingens. Ich hab. Hä? Oh, okay. Gehen wir hier lang. Jetzt wäre die Gesundheit da oben natürlich ultra geil nochmal. Die bekommen wir natürlich jetzt wieder nicht zurück. Egal, wir werden hier trotzdem nochmal speichern. Und ich hätte auch gar nicht mal so viel Leben verloren, wenn ich da nicht gefettfingert hätte. Nichtsdestotrotz, ich werde mal den zweiten Spielstand darüber speichern. Nicht, dass mir diese Viertel Energie, die mir dort abgezogen wurde, irgendwie noch zu Verhängnis wird. Deswegen einfach mal den zweiten Spielstand nehmen. Wie gesagt, ich habe ja extra eine neue Memory Card eingelegt. Oder erstellt auf der PS3, weil ich gesehen habe, die andere ist fast voll und ich hätte nur einen Speicherplatz. Nur eine Speicherplatzmöglichkeit in dem Fall. Daher... Oh, hi. Okay. Damit habe ich jetzt eher weniger gerechnet. Jo, natürlich steht da noch ein anderer Spacko. So, zack, tot. Ich weiß nicht, ob ich hier weiter muss oder nicht weiter muss. I don't know. Ich habe auf jeden Fall schon wieder eine Kiste hier. Na. So. Und oben hier rein. Und nu? Bin ich jetzt hier hinten am Arsch der Welt oder was, wo ich erst nicht weiterkam oder wie?
Sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Weil wir haben wahrscheinlich auch nicht wirklich irgendwie gerade eine Information gekriegt. Hey, pass auf, wir müssen jetzt dahin oder dahin, oder? Meldung, Missionsziele. Finden, benutzen den Abschaltcode. Haben wir. Fahren Sie weiter durch die Stadt und treffen Sie sich mit Carter. Finden Sie einen Weg, das Verteidigungsanlegen abzuschalten. Keine Ahnung. Normalerweise sollten wir ihn raus, oder wie? Darum, das meine ich nämlich. Jetzt steht man hier schon wieder so gefühlt auf dem Schlauch. Man weiß halt nicht wirklich, was man machen muss. Gut, den kleinen Abstecher, das juckt halt im Endeffekt nicht. Das heißt, wir werden hier nochmal rausgehen. Mal gucken, ob da irgendwas passiert. Muss ja. Jo. Ja, natürlich. Na, mal gucken. Gehen wir ganz kurz hier rein. Ja, das meine ich nämlich. Ich habe so null Ahnung, wo ich hin muss. Das ist sogar das größte Problem schon wieder. Wir haben hier so viele Sachen, die man... Oh, okay. Never mind. Riley, Gott sei Dank, Sie haben es geschafft. Trotzdem, verlieren Sie keine Zeit. Die Aliens haben bei der Forschungsanlage eine Basis eingerichtet. Die Gegend wird ständig von uns überwacht. Wir wissen, dass einige Energiequellen der Aliens innerhalb der Anlage sind. Wir brauchen dringend eine davon, um unsere Verteidigungssysteme mit Energie zu versorgen. Da kommen Sie ins Spiel. Dachte mir, dass Sie das sagen würden. Die Frage ist, wie komme ich da rein? Um die Forschungsanlage herum stehen einige Kräne. Sie sind nicht alle im besten Zustand, aber Sie müssten mit einem von ihnen hinüber zu den äußeren Wachtürmen kommen. Wenn Sie da angekommen sind, können Sie sich einfach hinter der Grenzmauer herunterfallen lassen, ohne bemerkt zu werden. Danach sind Sie auf sich gestellt, Riley. Und raus? Wir schicken Ihnen ein Shuttle. Nehmen Sie diesen Schlüssel. Der wird Sie in das übrige Gebäude bringen. Eine Sache noch. Der Zugang im Erdgeschoss zum zweiten Turm wurde versperrt. Der einzige Weg führt über die Treppe. Dort treffen Sie sich mit Sergeant Wright. Er wartet auf Sie. Zur Sache. Seien Sie vorsichtig. Okay. Na super. Aber wir haben Leben hinzubekommen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber einen Speierpunkt bekommen wir halt nur nicht. Ja, GG. Oder? Natürlich. Obwohl, da hat es grün geleuchtet. Okay, doch nicht. Okay, das heißt, wir sind doch erstmal richtig gegangen. Das heißt, wir müssen jetzt, keine Ahnung wohin. Unser GPS juckt halt auch nicht, was wir machen. Da bekommen wir halt leider auch nicht die Informationen. Hey, pass auf, wir müssen da und da hingehen. Treppenschlüssel. Okay. Hallo. Ich will den verdammten Treppenschlüssel nehmen. So, benutzen. Das heißt, vielleicht, Punkt 1, keine Gegner, hoffe ich zumindest. Punkt 2, vielleicht einen neuen Speicherpunkt. Punkt 3, da oben ist ein Gegner. Punkt 4, Mission 3 vielleicht ready, geschafft, keine Ahnung. Dass da oben aber ein Typ steht. Das kotzt mich gerade ein bisschen an. Und ich ihn nicht sehen kann, dafür er mich... Mann, Alter, das gibt's doch nicht. Ja, nein, tot. Natürlich, hervorragend. Ich klatsch hier natürlich runter. Bin ich jetzt? Ey, was ist das denn für ein Schwachsinn, Mann? Ist das ein Schmarrn? Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ja, da muss ich wieder rein. Vor allem die Gesundheit. Zauber abgezogen. Einfach mal für nichts. Hey. Vor allem, ich kann ihn halt noch nicht mal hitten. Wie soll ich den bitte ausschalten? Das stellt sich mir gerade noch so ein bisschen die Frage. Achso, Moment mal. Ich kann doch da dreimal draufklicken. Keine Ahnung, ob das überhaupt was gebracht hat. Aber ich krieg den Typen halt immer noch nicht, ne?
Nee. Es ist so lächerlich, dass ich den Typen dann nicht kriege. Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt genau macht. Komme ich denn jetzt hier weiter irgendwo? Jo, er mit seinem scheiß Beamstrahl da. Ich habe keine Ahnung, wir sind Half-Life. Und ich... Oh, shit. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das genau macht. Er hat mir ja irgendwas angezeigt da, aber I don't know. Vor allem, ich würde mich auch besser umgucken können. Konsolensteuerung. Wenn ich den Typen da oben kriegen würde. Ja. 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 Jawohl, da geht doch. So. Dann haben wir den Typen schon mal ausgeschaltet. Und jetzt können wir endlich mal gucken, was hier passiert. Aber auf jeden Fall irgendeine Kransteuerung. Muss ja hier irgendwie... Ach so, Moment mal. Ich glaube, ich kapiere es. Oder auch nicht. Hä? Huch. Ich hätte es gesagt, dass rechts nach rechts ist und links nach links ist. Hä? Ich kapiere es halt nicht. Was soll ich denn hier schon wieder machen? Gucken wir hier nochmal raus. Der Typ da oben ist ja tot. Kransteuerung. Was genau? Kran. Da ist eine Box. Ja, super. Das heißt, da muss ich eigentlich hin. Ja, was macht der denn eigentlich? Ey, das ist halt so lächerlich, Mann. Hat der Kran sich jetzt bewegt? Sieht nicht danach aus. Vor allem, ich komme halt auch nicht irgendwie hoch oder sonst irgendwas. Ach nee, ich soll ja runterspringen, ne? Aber ist ja eigentlich auch Schwachsinn. Dann bin ich ja hier irgendwo, wo ich eigentlich nicht sein muss. Der scheiß Kran macht halt auch nichts. Ey, ich will nicht jetzt schon nachgucken. Ja gut, ich habe die ganze Zeit noch nicht nachgucken müssen. So ist es davon mal abgesehen. Aber es ist egal, ob ich da runterfalle oder da runterfalle. Ich glaube, ich werde nachgucken, Alter. Ey, das geht mir gerade so dermaßen gegen den Strich. Dass da halt irgendwas nicht so ordentlich funktioniert. Obwohl du darauf angewiesen bist. Alter, ich renne jetzt nochmal hoch und dann gucke ich mal nach. Ich will wissen, wie das hier weitergeht, Mann. Ich weiß nicht. T12 ist ein sehr, sehr geiles Game, aber das ist gerade echt so dermaßen hakelig. Weil man halt nie wirklich weiß, was man machen soll. Vor allem, oder ist das hochgezogen worden, weil ich komme ja hier nirgendwo weiter. Ich kann da ja nicht einfach runterspringen. Und rüberklettern geht ja auch nicht. Das heißt, ich werde hier nachgucken. Also bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Wäre ich nie drauf gekommen. Man hat ja gehört, dass es so ein bisschen geblockt wurde, alles drum und dran. Und durch Nachgucken, ich wäre da nie drauf gekommen. Ich war ja unten beim Kran. Da war die Spinnzeug, ich sag mal, die Spinnennetze davor. Die musste ich erst kaputt machen. Ja, wow. Wer ist denn da bild drauf gekommen? So. Das heißt, jetzt funktioniert es. Wir können jetzt hier rein. Hier durch. Ein bisschen Elgengesundheit. Das ist natürlich ungünstig. Dass er uns da schon wieder ordentlich was reingibt. Energie. Gegenstand benutzen. Lass ich mal. Ich sage es jetzt natürlich ultra bitter. Aber gut, egal. Nein. Das heißt, wir müssen mit dem Ding jetzt einmal da drüber schieben. Das habe ich dann auch schon gesehen, halt beim Durchskippen, um halt den richtigen Punkt zu finden. Ey, wer soll denn bitte da drauf kommen und den Kran so genau zu begutachten? Ich dachte, gut. Hätte auch sein können, dass das ein verdammter Bug oder so ist. Achso, muss ich... Hä?
gut, entziehen wir den, das Ding mal. Wenn sie das halt gezogen haben wollen, dann ziehe ich das Ding halt mal.